Okay, Leute, und damit willkommen zurück zu einem neuen Let's Find die roten Steine, Episode 3, Kapitel 4. Da ist es ganz, ganz wichtig, jemanden zu haben mit der dunklen Macht. Ich nehme da immer vorzugsweise Darth Vader, Lord Helmchen. Und der erste rote Stein, oder besser gesagt, dieser rote Stein hier. Der ist hier eigentlich gleich schon um die Ecke. Sollte eigentlich schnell gehen. Hierfür braucht man allerdings dann auch wieder einen Kopfgeldjäger, ne? Sam Vessel kann ich da auf jeden Fall empfehlen. Oder halt einen Kopfgeldjäger eurer Wahl. So, das hier. In der Luft hier sprengt. Und da ist der rote Stein. Yippie-ki-yay. So, auch hier wieder gleich nicht lange rumeiern. Speichern und beenden. Freigeschaltet Super-Thermal-Detonatoren. Hierbei handelt es sich um einen roten Stein, der euch die Möglichkeit gibt, wenn ihr jetzt einen Thermal-Detonator wirft, der explodiert, kommen dann nochmal ein paar Thermal-Detonatoren raus. Ist jetzt nicht wirklich wichtig, eigentlich, finde ich. Ist nur für spaßeshalber gut. Okay, das war der rote Stein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Möge die Macht wie immer mit euch sein. Ciao, ciao.